Tschüssen. Und wieder runter. Was haben wir eigentlich hier im Bahnhof gerade? Achso, hier unten sowieso nichts. Klar doch. Das ist ja hier auch im Grunde relativ schnell gemacht. Zack, da ist auch schon der zweite weg. Gucken wir gerade mal. Ich glaube, ich müsste da oben immer noch Assassin's Creed und die AIDA haben. Ne? Assassin's Creed und AIDA, jawohl. Das ist ja sogar aktuell. Den lassen wir mal hier, den bauen wir noch. Ich bin immer gespannt, wie lang Assassin's Creed noch gehen wird, denn das ist ja jetzt auch irgendwo schon bei Folge 60 bis 70 oder so. Und damit ist es ja jetzt schon wesentlich länger als das erste Assassin's Creed und hat auch von der Länge her bald schon Assassin's Creed 3 erreicht. Und Black Flag war, glaube ich, über 100 Folgen. Gerade so knapp. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Assassin's Creed 3 war so bei 80. Also das ist dann jetzt schon verhältnismäßig lang. Und man müsste eigentlich meinen, dass die neueren Teile schneller gehen als die alten. Okay, zack, schieb den da rum. Du geh weg. Naja, wir werden sehen, du hau ab. Wir sind schon in der dritten Folge. Wow. Nichts geleistet, groß. Einmal haben wir hier eine ganze Menge Stein an die Stiesel. Stein am Stiesel. Zack. So. Dann holen wir jetzt die letzten Fuhren. Ah, siehst du, wenn ich da jetzt gerade drängt, das denk, wenn ich das gerade so höre, das wollte ich halt auch mal wieder machen. Ich sage, ich komme zu nichts. Ich wollte ja auch mal wieder im Rahmen des Freitags-Specials mit Medieval Engineers weitermachen, aber ja. Wann soll ich das machen? Jetzt wird diese Woche definitiv wohl erst auch mal wieder 7 Days kommen, wobei das dann, glaube ich, die letzte 7 Days Aufnahme ist, die ich habe. Hörst du mal? Denn da habe ich jetzt aus dem Zeitmangel jetzt in den letzten Wochen so viel das Zeug rausgehauen. Was da jetzt gar nichts mehr über ist. So. Die letzte Truhe ist voll. Das, was jetzt noch bleibt, kommt direkt auf Tasche. Zack, das heißt, wir können den einfach weghauen und zacken alles ein. Schmeißen das da ein. Und ziehen mit dem Rest gen Heimat. Muss jetzt gerade mal überlegen, dass mir hier die Herren zeitlich nicht nervös werden, weil ich mich jetzt auch gerade nicht äußere, nicht melde, nicht antworte. Das tut mir leid. Dafür habe ich keine Zeit. Bremsen sich ja leider gegenseitig aus. Das ist ein bisschen blöd. Naja, zwei von 5 sind jetzt schon mal mit bisschen Abstand vorne weg. Ja,
Das kommt immer ganz drauf an, wenn die im richtigen Moment anstumpen, kriegen die so viel Schwung, dass sie dann einfach weg sind. Die sind da vorne schon um die Ecke. Aber die hängen jetzt immer noch ein bisschen aneinander. Und jetzt werden sie sich in der Ecke selbst blockieren. Sag ich ja, da bleibt der stehen. So, damit sind die anderen jetzt aber auch weg. Den werde ich jetzt natürlich noch ein bisschen schubsen. Weil ich natürlich schneller bin als die Kiste. Damit nehme ich immer wieder ein bisschen ausbremsen und dann werde ich sie wieder ein bisschen anschubsen. Die anderen sind schon weg. Die sind auch wunderschön da vorne über den Stopper hinausgeschossen. Das ist sehr nice. Da jagen sie sich gegenseitig durch. Zack. Tschung. Zack. Und stopp. Okay. Dann packen wir hier auch wieder ein bisschen was in die Endertruhe. Mehr können wir nicht mitnehmen. So, ich vermute mal, es ist Abend. Natürlich. Natürlich ist es Abend. Was hätte es denn sonst sein sollen? Ist eben Abend. Aber die Musik hat es auch gemerkt, direkt. So, ist übrigens oben lang. Das Spiel kennen wir ja. Oben über die Bäume, weil wir hier noch keine gescheite Verbindung haben. Ich habe keinen Platz im Inventar für euren Quatsch. Wenn du das so runterspringst, das ist sehr freundlich, denn ich gehe jetzt hoch. Ich schätze mal, ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ja, das habe ich befürchtet. Da sind noch so ein paar einzelne klägliche Überreste. Schon ziemlich viel gemauert. Da hinten war ich stehen geblieben. Hi, Spinne. So. Elegant die dunklen Gänge umgangen. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Gruß daheim, Zombie. So, was habe ich denn jetzt gerade überlegt? Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird mir nicht reichen. Ich habe am Samstag frei, also 4 Folgen sollte ich schon aufnehmen, damit ich wenigstens für Samstag noch eine habe. Gelle? Gelle, du hast mich Gelle gern, Gelle. Ja, du mich auch. So. Sind denn sämtliche Öfen leer? Jawohl, auch noch. Das ist ein Träumchen. Da ist gerade jemand verreckt.
So, dann jagen wir hier erstmal eine Runde Bruchstein durch. Natürlich alles an Bruchstein, was, also alles an Stein, was wir noch hatten in den Öfen, habe ich schon verbraten. Das heißt, wir müssen, bevor wir jetzt bauen können, da ist sogar noch was drin. Jetzt mal sehen. Jetzt sowieso erst einmal durchbrennen. Können wir überlegen, ob wir in der Zwischenzeit noch mal ein paar Mal zum Bahnhof laufen und Cobblestone holen. Guck mal, hier ist auch noch mal ein bisschen Bruchstein drin gewesen noch. Ein bisschen hatten wir noch übrig. Ist doch schön. Klick, 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 klick. Völlig unkoordiniert. Eigentlich hier ja, das hier gerade mal zwischendurch wegräumen, das brauchen wir gerade nicht. So, dann hoppla, werden wir jetzt diesen Block einfach mal umhauen. Das sind jetzt 9 mal 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So, und damit haben wir nämlich auch schon wieder keine Kohle mehr. Gecken Traum. Ja, egal, ich hole die jetzt alle hier rein. Und die mache ich jetzt auch voll. Da war auch noch was drin. Die fülle ich jetzt auch einfach mal allesamt auf. Und das, was jetzt hier über ist, räume ich wieder weg. Hoppla. So, dann ist er jetzt erst mal... so gerne durch die Endertruhe hüpfen. Wäre so praktisch. Einfach mich hier in die Endertruhe packen und mich im Bahnhof wieder rausholen. Na gut. Dann laufen wir eben. Ha, ich vermisse ein bisschen so diese alte Left 4 Dead Zeit. War das lustig. Ja, auch Kohli hat ja vor einer Weile mal erwähnt, dass er eigentlich schon Lust hätte, auch bei der... Aua. AIDA mal wieder reinzuschneiden, mal wieder mit vorbeizuschauen. Der ist jetzt halt im Moment erstmal ein Urlaub. Da kann er das natürlich nicht, aber vielleicht schaut er danach mal vorbei. Gut, ist nicht schlimm. Können wir von hier aus wunderbar ins Wasser hüpfen. Platsch. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Stein transferieren, dann sind wir jetzt hier wieder 3 Stunden. Was will ich denn heute mit meinen Stunden, sag mal? Ich muss einfach auf Stunden kommen, ich hab miese. Ne, 3 Folgen lang beschäftigt uns nur hier um die Stein
Beschaffung zu kümmern. Was ja natürlich eigentlich ziemlich langweilig ist, das gebe ich zu, aber ich kann das halt momentan alles nicht per Zeitrafferfolge machen, weil ich einfach im Moment nicht die Zeit habe und ja. Ich kann halt nicht. Schon drei Truhen leer, Wahnsinn. Schick. Ich kann nicht irgendwie zwei Stunden, drei Stunden lang aufnehmen und dann eine Folge draus machen und dann irgendwie nochmal zwei Stunden aufnehmen, um dann eine Woche zu produzieren. Diese vier Stunden habe ich einfach im Moment nicht. Das tut mir ein bisschen leid. Schmarre. Solchen Mare, sagt's mir doch, solchen Mare. Ich krieg jetzt langsam Hunger, hä? Und zuckt ihn aus. Hat mir auch lange nicht mehr. Muss mir jetzt demnächst mal wieder hinsetzen, mal wieder ein bisschen nachdenken, über was für Dinge ich philosophieren kann. Und am besten nicht über ernsthafte Themen, wie ich das jetzt in letzter Zeit sehr häufig, sehr gerne getan habe. Verbrenn, du blöder Zombie! Ist mir so egal. Na komm, Ladenstoß. Ja, ich brauche mal wieder so ein bisschen hier witzige Gesprächsthemen. Ich habe ja auch gesagt, jetzt in der Newsfeed-Folge, also zum Jahreswechsel, nachdem das jetzt alles in den letzten Wochen bei mir ein bisschen war, so, jetzt langsam mal wieder ein bisschen hier den Spaß reinbringen müssen. Aber ich habe ja schon festgestellt, das wird nicht mehr so wie in den ersten Folgen, wo ich noch so komplett bekloppt war und am Rad gedreht habe, weil da war halt auch irgendwie alles immer noch so neu und egal was man gemacht hat, es war noch was Neues. Hier sind wir eigentlich jetzt schon seit Hunderten von Folgen als nur mit dem Gleichen beschäftigt. Da ist es schwierig, zugegeben. Aber der alte Gag klappt immer noch mit hau dir die Tür selbst vor die Nase, das ist doch auch schon mal was. So. Das ist mit dieser Endertruhe extrem praktisch. Das war einfach mal eine saugute Idee damals. Bräuchte hier so ein Sklave, so ein Atmer eigentlich, der permanent nichts anderes zu tun hat, als mir Stein zu hacken. Das wäre ein Träumchen. So. Wir gehen noch einmal rüber und holen die letzte Fuhre. Der ist eh noch am Denken. Also, was soll's? Mal gucken, was wir da sonst noch so finden, was wir rüber tragen können. Und dann können wir hier sehr, sehr bald wieder anfangen, Steine zu setzen. Und dann ist mit Sicherheit auch bald hier der erste Stock fertig gebaut. Und dann ja. Dann kommt da der zweite Stock drauf, wo ich dann schon ganz, ganz viele Dächer setzen werde. Das wird ein Problem wieder hier. Ich verstehe.